So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amnesia. Ich bin voll motiviert und ich habe einen Gast. Hallo. Ja, das ist das Sonnenblümchen. Könnt ihr auch auf meinem Kanal mal besuchen. Also auf ihren. Oh, ich Ja. höre schon wieder meine eigene Stimme. Yay. Ich habe Angst. Gut. Ich bin wieder in meiner allerliebsten Lieblingsecke. Bei dir klingelt was. Nee. Das war doch wie auf Stichwort. Ja, man nimmt auf und das Handy klingelt. Es war unser Telefon, Ach nicht so. das Handy. Naja, egal. Kann der hochspringen aus der Hocke, ey. Oh Gott. Aber hier sind immer die gleichen Geräusche. Wo ist denn hier mal Schleichen? Da. Scheiße. Das Bild ist eingefroren. Ja, das passiert. Ich bewege mich aber. Ich pass. Beweg mich aber auch nicht überdimensional schnell. So, hier war ich doch schon. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich bin eh auf Drogen. Ich merke nichts. Ich latsch jetzt einfach. Es wird doch jetzt. Bums. Was ist denn das da? Hinter dir ist ein Monster. Nein, ist es nicht. Mist. Was ist denn das? Was leuchtet denn da so? Ich sehe nichts. Ja, Daniel, halt die Fresse, Mann. Boah, der hat nur Schiss, dieses dumme Schwein. Was ist denn das? Boah, Gehst du das. gerade ins Licht? Ja, ich bin im Licht. Irgendwie. Oh Gott. Überall raschelt's. Oh. Ich war heute im Fasching. Mit der Arbeit. Und ich habe konsequent kein Kostüm angezogen. Ich hasse Fasching. Ja, wir hatten das auch bei heute in der, vor ein paar Tagen in der Schule. Ich hasse Fasching. Warum rede ich über Fasching? Komm im Lauf. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Na, Aber. Oh, die das schreckt Leute. mich nicht so. Stell dir einfach vor, die Monster wären auch nur verkleidet. Und unten drunter sind das rosa Häschen. Ja. Hier die Szene of Doom. Boah, war das übel, ey. Selten so geschrien. Eigentlich noch gar nicht in der Aufnahme. Einmal bei Minecraft habe ich so geschrien, aber das war zum Glück in keiner Aufnahme. Da ist mir so ein Typ direkt vor die Füße gefallen. Da habe ich doch auch geschrien. Okay, du kennst das doch hier. Ist hier irgendwas Schlimmes? Mein Bildschirm ist eingefroren, ich sehe gar nicht. Ach so, ich bin da, wo ich geschrien habe. Bei dieser hellen Tür. Ich gehe jetzt mal in Moment. die. Ich gehe mal in die. In den hellen Raum rein. Ich hoffe, es kommt. Oh Gott, halt die Fresse. Oh, da hat wieder einer geschrien. Ich hab so einen Schiss, ey. Wenn hier. Ne, mehr als sterben kann ich doch eigentlich nicht. Okay, So. RL und im Spiel. Und dann steht da, gib niemals auf. Da ist ein Hammer. Hammer ist schon mal gut, aber ich habe Angst, wenn ich den nehme, dass ich einen grausamen Tod sterben werde. Denke nicht. Nö, tust du nicht, glaube ich. Glaubst du? Ich denke, ich bin schon weit, 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 weit vor dir. Ja, sag das noch ein paar Mal. Und ich habe viel, viel, viel mehr Öl als du. Ich habe einen Hammer. Ich verstecke mich erstmal so. Den kannst du Legolas an den Kopf schmeißen. Warum bist du bei Legolas? Wir müssen dem Monster einen Namen geben. Ich meine, es ist namenlos, deswegen ist es wahrscheinlich auch so böse. Das ist Arschlochsvieh Nummer 1. Arschlochsvieh Nummer 2 kommt ja noch. Och wahr, nennen wir ihn Legolas. Auch Arschlochsvieh, okay. Halt die Fresse, ey. Diese Typen, die hier rumschreien, ey, die machen das nicht besser. Könntest du vielleicht nochmal die Bildschirmübertragung starten oder wäre das etwas Das wäre schlecht? jetzt ein bisschen schlecht. Du musst da jetzt wohl meiner Stimme vertrauen, mein Schreien. Nicht dein Ortskenntnis von diesen. Oh Gott. Oh, jetzt kommt mein Döner hoch. So, er ist wieder drin. Hier riecht es auch voll nach Knoblauch jetzt bei mir. Ich habe gerade einen Döner gegessen, das hat Jo, mir. jo. Was hast du noch mal alles gemacht schon da drin? Vielleicht weiß ich noch was.
Ich bin zur Tür gegangen, es hat komische Geräusche gegeben, ich bin schreiend zurück zum Levelanfang gerannt. Das war, was ich schon getan habe. Bist du also noch nicht die Treppe hoch? Die habe ich mal kurz, das Monster habe ich mal kurz ausgelöst, bei der Aufnahme davor. Ach ja, stimmt, du bist noch nicht mal in dem Bereich, wo die Küche ist. Ja. Oh Gott, was ist da nochmal alles passiert? Moment, ich muss überlegen. Warte, ich muss mal Tür zumachen. Ich gehe gerade in eine dunkle Zelle. Und hab Tür zu. Das ist schon mal gut. Und hier ist Öl. Ullululul. Das nehme ich mir, wenn jetzt irgendwas schreit. Wie ging das nochmal? Ich bin total woanders gerade. Du musst die Treppe hoch und dann musst du erkunden. Und dann legst du dich irgendwo schlafen. Was? Das ist mein einziger Hinweis. So, sie war das letzte Mal Gast bei mir. Das erste und letzte Mal. Genießt ihre Stimme. Ich? Ja. Warum hat sie mich gerade Susi genannt? Susi, sie. Achso, ich habe Susi verstanden. Du bist doch so eine Susi. So, ist da hinter der scheiß Tür was, wo ich so geschrien habe? Ich guck da jetzt mal rein. Oh. Nee. Also ich bin gleich wieder davon und schrei. Okay, der Kerl. Das ist eigentlich der Gefängnistrakt, oder? Ah! Ja. Er hat wieder was geschrien, hat was geschrien. Ich hab's noch wieder drin, Thomas, die Scheiße. Er hat was geschrien hinter der Tür. Nein, das war richtig das Monstergeräusch. Das war nicht nur einfach Geräusche. Das dann war versteck dich das in dem. Dann versteck dich in der Zelle und sei ruhig. Ich bin nicht in der Zelle, ich bin wieder bei meinem Level 1. Ich bin hinter meiner Zelle erneut. Ich hab das erst gar nicht wahrgenommen, ich geh da noch hin. Es reicht eigentlich völlig, wenn du dich hinter einer Ecke oder sowas versteckst und dann dich hinkniest. Ja, ich weiß, aber so weit hat es jetzt nicht gereicht. Das hätte überall sein können. Es war dunkel, ich hatte Angst. Das taucht eigentlich immer vor dir auf. Nein, eigentlich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist lustig. Nein, das ist schon lustig. Okay, es ist mir bestimmt nicht gefolgt. Die Musik war nicht da, aber ich hab's genau gehört, dieses. Ja, das war aber, glaube ich. Ich weiß ja eh nicht, wo du bist, von daher kann ich gar nicht sagen, ob es fake ist. Bei mir ist. Auf meinem Bildschirm ist immer noch 17.55 Uhr. Ach, schön. Ich bin schon 7 Minuten weiter. Ja, ich bin eigentlich genau da, wo ich angefangen habe, aber trotzdem 7 Minuten schon in der Zukunft. Ach, Minne. Kann sich freuen, der Gefängnistrakt behandelt eine Tochter-Mutter-Beziehung. Also das Verhältnis. Ja, da red ich nicht noch weiter rein. Das macht es nicht besser. Oh, scheiße, ey. Das wird hier doch nie was. Wie soll ich das überstehen? Verdammte Kacke, ey. Oh, ich hab Schmerztabletten genommen. Ich kann nicht. Ich bin verwirrt. Ich hab Angst. Steh unter Drogen, man. Das merkt man nur, ich bin voll aufgekratzt. Gerade nach Hause gekommen, Döner reingefressen. Das gar nicht. Das merkst du überhaupt. Du bist genauso wie ich sonst auch. Nein, bin ich nicht. Ja. Na? Sie lügt, ich bin eigentlich ganz normal. Ja. Hüstel, Hüstel. Oh, warte mal. Jetzt kommt der Döner wieder. Gut. Ich hoffe, das hat man nicht schon mehr gehört. Leg dich hin. Ja. Ich muss noch einen Friedhof in Minecraft bauen. Ich kann mich nicht hinlegen. Aber ich gucke dann schön Kronk-Videos und andere Videos. Ich hoffe, Shopping Girl von Wolverus ist oben. Hast du eigentlich noch die Aufnahme an? Ja. Ich nehme noch 3 Minuten auf oder so. Im Übrigen hat man es voll gehört. Ja, schön. So, Leute, auch ein Mädchen kann rülpsen. Besonders wenn es Döner gefressen hat. War kein Rülpsen, das hat sich angehört, als würdest du deine Innereien. Das war ein verdrücktes Rülpsen. Ich denke, du sprüllst da direkt rein. So. Das hat sich aber angehört. Danke. Oh, muss ich in diese scheiß helle Tür? Ich glaube, ich gucke mir ein anderes Let's Play an und guck, was mich da erwartet. Ich will da nicht mehr hin. Welche helle Tür, verdammt nochmal. Wo ich so geschrien habe das letzte Mal, wo ich so nah rangegangen bin und dann schreiend weggelaufen bin. Weiß ich doch nicht mehr. Nein, es kommt nichts, wenn du jetzt da durchgehst. Da war aber das Monstergeräusch. Schon wieder. Ja, und?
Ich bin wieder schreiend weggelaufen. Diese Tür dort, ist mein Albtraum. Dort, wo das Monster auftaucht, ist es das nächste Mal nicht mehr. Dann hat sich so anders hin verzogen. Ich weiß ja nicht, ob es richtig aufgetaucht ist. Aufgetaucht ist. Ja, wenn es brüllt, dann ist es dort gewesen. Ja, aber es war keine Monster-Gegner-Musik. Es war einfach nur, weiß ich nicht, random Monster-Geräusch. Aber es hat. Meine Fräse. Boah, ist das Spiel ein Scheiß, ey. So eine Kacke. Ich will da nicht reingucken, da waren Monstergeräusche. Oh, ich stehe schon wieder in den Dunkeln. Oh Mann, Leute, es tut mir leid, aber ich habe echt zu viel Schiss. Ich schieb's auf meine Tabletten. Heute. Das andere Mal. Weiß ich nicht. Und ich musste Fasching feiern. Und ich hab. Was soll ich sagen? Ich durfte 3 Stunden am Stück bitte schon auf dem Boden liegen und pennen im Klassenzimmer, weil ich keinen Bock hatte auf die Disco. Das wäre doch wohl besser als Fasching. Es hat wehgetan, der Boden war steinhart. Und ich musste Fasching feiern mit Bandscheibenvorfall. Das ist auch nicht besser. Was ist denn das jetzt? Boah, der Döner, kommt zurück. Nee, ich hab's verdrückt. Alter. Das ist wie Gebären, nur oben. Das wird eine kranke Folge. Ich glaube, das lade ich gar nicht hoch. Na, das erinnert mich mit dem Nebel und dem Rattengift. Was für ein Rattengift? Vergiss es. Okay. So, ich traue mich nochmal. Ich habe nicht vor, die neue Aufnahme wieder in meiner Ecke zu beginnen. Außer mich schreit wieder ein Monster an. Dann eventuell. Mein Gott. Oh, dein Geräusch hat mich erschrocken. Mein Mädchen, mach endlich. Bis in 6 Minuten. Warte, ich gehe noch bis davor. Ich guck da jetzt rein und dann beende ich die Aufnahme. Meine Fresse. Warum habe ich jetzt gesagt, dass ich da reinguck? Bin ich irre? Ist das jetzt die Sprint-Taste? Ja. Wenn du jetzt. Sei jetzt mal ruhig, Ich muss jetzt hier wirklich lauschen. Wow. Schon wieder. Immer wenn ich da nah rangehe, schreit irgendwas. Ich gehe in meine Ecke zurück. Das war's. Ich höre jetzt auf. Nächstes Mal. Ich guck mir ein Let's Play an, wo das drin ist. Ich will da nie wieder hin. So, jetzt hänge ich wieder in meine Ecke. Ich gehe mal wieder Minecraft spielen. Ich habe keinen Bock mehr. Bis dahin, Leute. Es tut mir leid. Tschüssi.